So. Man darf auch nicht zu viele Gebäude auf einmal bauen, sonst braucht man immer ganz viele Arbeiter, Arbeiter. Arbeit, Arbeit. Moment, ganz kurz abhusten. Ach, das tat gut. Eine Wischung, Alter, ich kann ja nicht mehr reden. Eine Mischung aus Tatgut und Tutgut ist Tautgut. Oder Tuatgut. Tatort. So. Ja, die Frauen im Steinbau, so ist recht. Das ist Emanzipation einfach. Die Männer holen das Holz, die Frauen kloppen die Steine. So muss es sein. Wir sind sehr starke Frauen. Wir sind ein nordisches Volk. Hier in Stuckenborstel. 46% sind wir jetzt. Sehr gut. Und wir haben Rohstoffe. Also bis jetzt bin ich erstaunt, wie gut es läuft. So, nimmst du den Stapel? Oma, nimm... Oma. Alter, nimm den... Der ist auch egal. So, ich probiere mal eine Obstplantage zu setzen. Hier zwischen baue ich dann einen Weg. Ich weiß gar nicht, wie groß die sein darf. Ich mache mal so. Ich weiß nicht, ob das groß ist oder nicht. Die andere war 15 mal 10. Dann mache ich die jetzt auch 15 mal 10. Symmetrie. So, und die muss aber erstmal gebaut werden. Und wir können später auch noch hier, ne, können wir noch, wie heißt es? Wildstock. Weißt du schon, Fleischanbau, Kühe, Schweine. Alles, was die Veganer nicht dürfen, können wir dann auch noch züchten. Natürlich aus reiner Tierliebe. Weil wir die Tiere auf dem Brötchen so lieb haben. So, hier unser Lager ist konsequent voll. Das feiere ich ein bisschen, hatte ich auch noch nicht. Und wir sind hier schon bei 48%. Was macht die Fressi Fressi? 219 immer noch, sehr gut. Und hier, ach, wir brauchen ja... Nö. Wir brauchen keine Bauarbeiter. Ich muss erstmal aussuchen, was wir brauchen. Walnüsse. Die werden auch fett, aber das ist gut. So, 3 Farmer brauchen wir noch. Das heißt, wir sparen uns... Wir haben nur noch 5 Arbeiter übrig. Aber das ist okay. Wir machen vielleicht noch ein paar Einzellöten hier. Dann können die sich vielleicht noch vermehren. Nach und nach. Und wir müssen auf jeden Fall Vorräte hinkriegen, bevor der Winter kommt. Denn der Winter ist hart und entbehrungsreich. Und bis dahin brauchen wir auf jeden Fall Holz und Nahrung. Denn die Holzhütten, die wärmen nicht wirklich. Oh, guck mal, Nachwuchs. Eine 5-jährige Tochter namens Winifer. Winifer, ist das ein Frauenname? Ist Winifer ein Frauenname? Das hört sich für mich schon ein bisschen zwitterig an, Freunde. Aber schön, dass ihr so aufgeschlossen seid. So, hier haben wir ein Ehepaar. Er ist 13, sie ist 18. Früher hat man schon früher geknüppelt. Also auf dem Felde natürlich. Also früher, also Mittelalter, ich muss das ganz kurz erklären. Viele sagen jetzt, Pedo! Aber früher war es halt so, Mittelalter, da bist du maximal 30 geworden, dann bist du in die Kiste gewandert, also so im Dreh 30, dann war Schluss mit lustig. Und da wurde deswegen schon nicht nur früh geheiratet, sondern auch früh schon gearbeitet. Da warst du einfach früher erwachsen. Ist nicht so wie heute. Guck mal hier, mit 15 schon ein Kind, das 5 Jahre alt ist. Okay, mit 10 vielleicht ein bisschen wagemutig, aber wenn es läuft, dann läuft's. Wenn du nur maximal 30 werden kannst, dann kannst du YOLO sagen. Aber so haben wir quasi, heutzutage haben wir eine 3-mal längere Lebensspanne. Wir leben quasi 3 Leben von den Leuten aus dem Mittelalter. Wie können wir uns heutzutage überhaupt beschweren über irgendwas? So. Hier haben wir auch Kinder. Das ist sehr gut. Die zeugen alle Kinder. Ich freue mich. Kinder werden erwachsen und fangen dann an zu arbeiten. Mit 10? Ich weiß es gar nicht. So, hier fangen die Bauern gleich an, die Bäume zu bestellen. Das ist sehr gut. Und wir bauen dann vielleicht nochmal, wir haben 5 normale Arbeiter, die haben aber gerade nichts zu tun. Deswegen bauen wir jetzt nochmal normale Häuser, damit nicht alle da in der Obdachlosenfabrik wohnen müssen. Ja, komm, das machen wir nochmal. Wir haben ja noch ein paar Vorräte, haben wir noch. So. Wir brauchen 4 Bilder, das heißt, ich bilde die gerade aus. Hihi. Also 4 Bauarbeiter. Alter, was für ein Pisswetter hier immer ist. So, hier haben wir 2 kleine Kinder. Nee, ein kleines Kind. Da ist noch ein kleines Kind. Die gucken sich ein bisschen um. Das ist Winifer. Ach, die kennen wir ja. Die mit dem geschlechtslosen Namen. Und die ist Eidling. Nicht Dying, sondern die ist Eidling. Das heißt, sie hat nichts zu tun. Das ist gut. Kinder sollen glücklich sein. Gesundheitlich geht's dir auch relativ gut. Wir müssen später noch, Sachen herstellen. Hier so eine Kräuterhexe, die dann Kräuter sammelt.
damit wir gesundheitlich ein bisschen weiter auf den Damm kommen, damit die Leute nicht so schnell krank werden und so weiter und so fort. Ist schon relativ komplex gehandelt alles. Jetzt bauen wir uns erstmal ein paar Häuserchen. Dann können die hier fröhlich durch die Gegend wohnen. Hier, guck mal, die ersten Bäume. Die nicht so viele sind, wie ich dachte, aber okay. Wenn man später Äpfel anbauen möchte zum Beispiel, dann kann man sich dann so einen, diesen Market hinbauen, so einen Handelsposten quasi, einen Markt, und kann darüber dann Äpfel kaufen oder sonst irgendwas. Damit man dann auch andere Sachen anbauen kann, außer Walnüsse, da kommen wir später aber noch zu. Hoffe ich zumindest, dass wir noch schaffen. Wir sind ja schon mal 26 Minuten. Meine Fresse, wie die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. So, wir können mal gucken. Obwohl, nee, das mit den Fischerleuten lohnt sich hier einfach mal nicht. Ich hatte das letzte Dorf, hatte ich irgendwie an so einem großen Meer mit einer Flussgabelung an beiden Seiten. Das war auf so einer Insel. Und da konnte ich halt mehrere Fischer bauen. Da hat es sich erst gelohnt, die Leute einfach von Fischen zu ernähren. Aber das war auch... Naja, das war anstrengend ein bisschen. Ist ein bisschen grau gehalten, ne? Ist tatsächlich so gutes, altes, deutsches Wetter hier. Ist ein bisschen nordisch by nature. Oh, scheiße, das Haus habe ich zu weit nach hinten gebaut. Und das dadurch auch. Egal, wir sehen mal drüber weg. Scheiße, hätte ich genauer gucken müssen, weil eigentlich mag ich das immer genau aufgeteilt. Aber sagt's nicht weiter. So, in diese Senke. Hier ist ein Berg. Das heißt, ich werde diese Bäume alle entfernen. Was denn hier los? Oh, wir haben nicht mehr genug Feuerholz und jetzt ist ein Haus kalt. Da ist doch... Da ist doch Holz. Aber die brauchen Feuerholz. Die brauchen natürlich keine Loks, ne? Also keine Baumstämme. Die schiebt sehr selten in den Ofen. Das muss ein sehr großer Ofen sein sonst. Deswegen bräuchten wir noch, und das basteln wir uns vielleicht als nächstes. Wo war denn der? Hier war abbauen. Ich muss da mal suchen. Einen Woodcutter. Also einen, der die Baumstämme quasi in handliche Scheite zerteilt. Mittelscheitel? Scheitel? Und dazu würde ich sagen, wir räumen erstmal die Steine hier aus dem Weg, ne? Pass auf, mach erstmal hier. So. Ach so, wir haben gerade nicht so viele, aber wir brauchen noch keinen Bauarbeiter mehr. Zack, schicken wir die Leute wieder zur Arbeit. Deswegen habe ich das Fenster immer offen hier oben rechts. So, wir haben auch ganz viele andere Infofenster. Hier, ne? Statistiken, so ein paar, lalalala. Was haben wir denn? Wir haben einen Sommer erlebt. Wir haben 11 Erwachsene, 0 Studenten, 4 Kinder. Es ist 73 Grad Fahrenheit. Celsius wäre ein bisschen hoch. 188 Loks, pipapo. Hier ist alles das. So gesund sind die Leute. 0 sind bereits... Ah ne, 0 Alkohol. Wie kann das denn sein? Und alle sind glücklich. Das ist gut. 28 Tools haben wir. Und wir haben momentan... Ach nee, Jahr 1 ist das. Entschuldigung, das ist das... Ein Jahr haben wir... Wir sind im ersten Jahr und es ist Spätsommer. Das heißt, es wird bald Herbst. Das heißt, wir brauchen dringend Feuerholz. Das heißt, wir müssen hier den ganzen Kack mal wegräumen und da ganz schnell so einen Woodcutter hinbauen. Sonst frieren die sich hier den Arsch ab. Na? Der Mori und die Udo... Eudorathi, Alter, wer heißt denn so? Wir haben die Killerati von Wing Commander. Hier wohnen Dustys und Retto... Das ist Meretto. Das ist der Bruder von Amaretto. So, hier sieht es doch mal ganz gut aus. 94%. Alter, wir kriegen bald eine Menge Mais und daraus können wir Mikrowellen-Popcorn herstellen. Das ist sehr mittelalterlich auch. Wir bauen dann später noch eine Mikrowellenmanufaktur, natürlich. Wie gesagt, das Spiel ist sehr komplex. Kinder. Zwei Kinder haben wir. Obdachlosenwohnheim ist nicht mehr so sehr belegt. So. Die räumen da hinten schon mal langsam alles weg. Das ist sehr gut. Alter, für 5 Arbeiter sind die aber ganz schön trantüterig da hinten. Obwohl, naja gut, vorher hat man natürlich 11 Arbeiter. Da fällt mehr als die Hälfte schon mal weg. Das heißt, jetzt geht es also nur noch halb so schnell. Stimmt schon. Müssen wir ein bisschen geduldig sein. Aber das kriegen wir alles noch hin. Bevor der Winter kommt, kriegen wir noch ein bisschen Holz gewuppt, hoffe ich. So, ein Woodcutter. Den baue ich am besten. Kennt ihr Woodcutterfield? So, den baue ich direkt mal hier hin. Dann ist er nämlich direkt auch... Dann kann ich auch direkt hier hin bauen. Dann ist er direkt am Lager. Hinterm Lager und da hinten können wir sowieso nichts mehr bauen. Insofern knall ich den hier mit einem Abstand. So.
Dazu brauchen wir gleich wieder Bauarbeiter, 3 Stück. Und die ziehe ich dann natürlich ab, sobald die alles weggebracht haben. Die holen natürlich erstmal Materialien. Da lasse ich die erstmal machen und dann bestellen wir 3 Bauarbeiter, die das ganze Ding hochwuppen. Schleppt, ihr Esel, schleppt! Arbeit, Arbeit! Na, geht's auch ein bisschen schneller, Freunde? Könnt ihr ruhig mal ein bisschen laufen, sonst friert ihr heute im Winter und das bin nicht ich. Ich hab's ja mollig vorm Rechner, weißt du? So, 2 von 8 und da müssten sie alles haben und wir brauchen jetzt... Mit 3 Bauarbeitern kriegen wir das Ding schnell hochgezimmert und dann brauchen wir hinterher allerdings noch einen Axtschwinger. Ich will immer Holzfäller sagen, aber das ist gar kein Holzfäller, das ist ein... Wie heißt denn das dann? Ist kein Holzfäller, sondern so ein Scheitemann, ein Scheiteverarbeiter. Jemand, der im Leben gescheitert ist. Macht ja Holzscheite. Vielleicht ist er auch gescheit. Ich weiß es nicht. So. Muss man aufpassen, dass man keinen Scheitenpilz kriegt. Es wird immer besser. Die Luft hier oben, die dünne Luft hier oben bekommt mir einfach nicht. Alter, wie grau das hier ist. Ekelhaft. Ist ja wie Rundflug über Hannover. Entschuldigung, lieber Hannoveraner. Ich mag euch doch. So, 92%. 0%, aber die Bäume müssen erstmal wachsen. Ah, hier wird die Ernte eingefahren. Geil. Geil, wir kriegen Mais. Gen-Mais. So, 84 Korn haben wir drin. Einmal kurz husten. Denn wie man sieht, haben wir keine Kartoffeln mehr. Es war also höchste Eisenbahn. Und ich hoffe, wir kommen mit den Vorräten dann über den Winter. Das weiß ich nicht. Hier müssen leider erstmal die Bäume wachsen, bevor wir irgendwas ernten können. Aber danach müssten die Bäume ja stehen und wir müssten schneller ernten können. Ne, kennst du ja, wenn so ein Kirschbaum erstmal gewachsen ist, dann muss er nicht jedes Jahr neu wachsen. Und dafür wachsen die eigentlich relativ schnell. Realistischer wäre es gewesen, die hätten 4-5 Jahre gebraucht. So, das finde ich ja geil. Huch, das Korn ist direkt schon wieder raus. Das finde ich beunruhigend. So, und hier müssen wir jetzt, zack, da müssen wir jemanden bestellen. Und zwar brauchen wir... Da ist er, ein Woodcutter. Also doch ein Holzfäller, der aber nicht das Holz fällt, sondern es zerteilt. So, der müsste automatisch bestellt werden. Die 3 Arbeiter ziehen wir ab. Die könnten theoretisch das Lager wieder ein bisschen füllen. Wobei, wir haben eigentlich momentan genug. Ich könnte dann noch ein eigenes Haus bauen. Könnten wir eigentlich machen, noch ein Haus hinstellen, ne? Die Kapazitäten haben wir ja. Ich überlege gerade, was ich noch brauche. Eine Schenke ist natürlich super. Vielleicht so ein Kräuterfuzzi. Oder aber, wie wäre es denn hier mit so einer Förster, mit so einem Försterhaus? Da wird dann Holz gesammelt und wieder abgeholzt, regelmäßig. Das mache ich am besten mal... Ja, hier so hin, ne? Damit es nicht allzu weit weg ist. Ich mache mal Folgendes, pass auf. Ich mache mal Folgendes, ich baue jetzt... Wo war das? Hier ist der Weg. Ich baue jetzt einen Weg von unserem Lager. Ich kann leider, naja, da habe ich dann leider den Weg verkackt, muss ich zugeben. Weil ich die Häuser zu nah dran gebaut habe. Das Problem bei den Wegen ist einfach, dass die Arbeiter da ewig dran hängen. Und den Weg baue ich jetzt einfach mal... Na gut, den kann ich hier nicht im Wald bauen, weil da die Bäume stören. Andererseits brauche ich die Bäume natürlich, um sie zu fällen. Ironie des Schicksals. So, die Forest Gump Lounge. Lodge. Müsste reichen, ne? Ich baue die hier mal mitten in den Wald rein. Ich habe noch keine Ahnung, ob das jetzt gut war oder schlecht. Die 2 Bauarbeiter, die lasse ich erstmal aus. Ich habe erstmal 4 Laborer. Wobei 2 Bauarbeiter brauche ich allein, um den Weg hinzukriegen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die Bauarbeiter... Haben wir Korn? 224. Oh Mann, ey, das ist echt schwer, die zu ernähren, alle. Jetzt haben wir hier 832. Und die haben immer, wie viel? 200 pro Haus, oder was? Die haben noch Potato, die haben auch Potato, 133, die zehren noch von den Kartoffeln. 45, wie viel Korn haben die?
Nee, die haben noch 821er. Wer hat denn jetzt Korn? Ach, die haben schon mal Korn. Ja, ja, okay. Okay, hier wird Holz gefällt jetzt. Das heißt, wir machen Brennholz, um über den Winter zu kommen. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe trotzdem Angst, dass uns die Leute wegkrepieren werden. Dass wir hier nicht schnell genug zu Rande kommen. Vor allen Dingen, Alter, die zwei, die sind so im Schleichmodus. Aber es geht ja nun mal nicht schneller. So, die Arbeiter. Ich weiß nicht, bringen die da schon Sachen hin? Ich sehe hier... Ah. Jo. Die Arbeiter machen sich da schon zu schaffen. Das ist sehr gut. Und wir haben wenig Essen. Scheiße. Es ist doch immer das gleiche Lied. Ich weiß nicht, wie ich über den Winter kommen soll. Ich habe keine Ahnung. Das Obdachlosenwohnheim war eine gute Idee. Ich hätte aber noch nicht so viele Häuser bauen sollen. Wusste ich nicht. Ist echt schwer. Wenn man es am Anfang oder wenn man das alles nicht weiß, die ganzen Techniken, die holen sich halt immer 200 Nahrung direkt raus. Und das Ding hier bleibt einfach mal bei 800. Das heißt, das Ding ist so groß wie die hier. Hat aber auch nicht allen Platz geboten. Boah, ist echt knifflig. Da musst du echt mehrere Felder machen. Ich habe keine Ahnung. Und über den Winter können wir hier auch nichts ernten, glaube ich. Ernten im Kärnten. So, die Arbeiter müssen den Weg machen. Dann haben wir da hinten die Holzfabrik sozusagen. Da bringen uns mal Baumstämme ran. Ich hoffe, der bringt auch schnell genug Baumstämme ran. Vor allen Dingen müssten wir da eigentlich einen Steinweg bauen, damit es schneller geht. Steine haben wir ja eigentlich auch. Kann man das upgraden? Jo, das geht. Wie viel kostet so ein Ding? Ein Stein. Okay, wie viel Steine haben wir? 107. Ich weiß nicht genau, ob das reicht. Alter, wir haben da hinten so viel Stein. Ich mach das einfach mal. Jugendlicher Leichtsinn. Kann auch sein, dass wir scheitern. 36 Steine brauchen wir da. Das ist okay. So, 4 Arbeiter haben wir momentan. Und die reißen hier hinten auf der Baustelle gerade das Holz weg. Das heißt, wir lassen die Arbeiter gerade mal, naja, Holz holen sozusagen. Ich möchte da jetzt ungern 2 von abziehen, ehrlich gesagt. Alter, 100 Korn. Wo soll man denn... Mann, das ist echt schwer. So, 20 Feuerholz. Das Haus hat auf jeden Fall Feuerholz für den Winter. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich fürchte, die werden... wahrscheinlich eines Hungertodes sterben, wenn das hier so weitergeht. Das, also mit der Nahrung ist echt... Weiß ich nicht, echt so ein Kapitel für sich. Und ich habe echt früh angefangen anzubauen. Kann ich hier eigentlich wieder was rausgeben? Nö, geht gar nicht. Muss ich schlimmstenfalls leider ein Haus abreißen, wenn die noch 200 Nahrung haben oder so. Und dann geht die Nahrung wieder ins Lager, also hier in unser Barn, unsere Scheune. Und Leute gehen halt dann ins Obdachlosenhaus, wo es halt Nahrung gibt. Ich glaube, eine andere Option gibt es dann nicht. Da muss ich dann wahrscheinlich... Naja, da müssen die Leute sich ein bisschen zusammenreißen. Es hilft ja nichts. So, noch haben wir Spätsommer. Man sieht es, es wird langsam, vielleicht geht es langsam in den Herbst über. Und dann werden bald die Bäume kahl und dann kommt bald der Winter. So, und hier haben wir das Ding ausgehoben. Das heißt, ich kann jetzt anfangen. Zack. So, schauen wir mal. Wo bringen die denn ihren Genmais hin? Was machen die da? Ach, die bringen... Ah, natürlich. Die bringen ja die Materialien für da hinten hin. Das ist schon mal ganz gut. Aber warum Mais? Wahrscheinlich haben die noch Mais in der Hand, den sie nicht abgelegt haben. 324. Oh, 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 oh. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Scheißendreck. So, wir haben 60 Firewood. Feierwut.